Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Es ist Samstag früh, richtig kalt. Keine Ahnung, ob ich heute irgendwie rausgehe. Ich habe eigentlich nicht wirklich was geplant. Shiny Anton ist am Start. Eine Kollegin hat auch schon einen Shiny Anton gefangen. Mal schauen, ob ich heute noch ein bisschen Rain gehe. Ich brauche immer noch Kyogre. Groudon habe ich genug. Aber an sich habe ich ein paar Themen heute. Ein paar Gedanken zum Spiel. Einfach random ein paar Gedanken. Nummer 1, Artikel verlinke ich auch unten in der Beschreibung von den Kollegen von MeinMMO. Da hatten die einen interessanten Artikel bezüglich Raid-Zeiten. Und haben mal nach der Meinung gefragt, was die Leute so denken bezüglich der Raid-Zeiten. Sollten die länger gehen? Sind die okay so? Ich persönlich finde es okay. Es gab mal eine Zeit, da war es echt richtig klein. Da haben die viel zu früh aufgehört. Aber jetzt gehen sie, glaube ich, bis 21 Uhr. Also bis 21 Uhr schlüpfen die letzten Eier. Und dann laufen die halt noch aus. Es gibt ein paar verrückte Arenen, wie zum Beispiel die Arena da hinten bei mir. Bei der kommen sogar später noch Raids. Aber abgesehen davon, um 6 oder so fängt es irgendwann an. Ich weiß nicht, ob 6 die ersten Eier kommen oder um 5 die ersten Eier kommen und dann so langsam um ca. 6 dann die ersten schlüpfen. Weil so früh bin ich nie wach. Aber die Meinung war auf jeden Fall gespalten. Viele hätten es gerne ein bisschen länger, so eine Stunde länger, also 22 Uhr, dass da die letzten Eier kommen und die dann auslaufen bis kurz vor 23 Uhr. Ja, kann natürlich gut sein, mehr Raids. Kann aber natürlich auch schlecht sein, mehr Raids. Das heißt, die Touren dauern länger, man ist gelockt, verlockt, da ein bisschen länger zu raiden. Dann noch hier und da ein paar Raids mitzunehmen. Aber an sich momentan die Raid-Länge, die Raid-Zeiten finde ich ganz okay. Könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, wie ihr die Raid-Zeiten so findet. Wollt ihr längere Raid-Zeiten oder seid ihr zufrieden? Wollt ihr sogar früher Raid-Zeiten? Oder 24 Stunden Dauer-Raiden? Das macht meiner Meinung nach wenig Sinn. Vor allem Arenen sind ja auch an Häusern und sowas. Zwecks Lärm und sowas und in der Nacht raiden. Ich finde es eigentlich so echt in Ordnung momentan. Zweites Thema, Bashra Quest Day. Wir hatten alle unsere Meinung dazu. Im Großen und Ganzen, ja, war es nicht so toll. Kann man nicht anders sagen. Viele haben sogar gefeiert. Was heißt viele? Ein paar. Ein paar haben sogar gefeiert. Aber die meisten waren unzufrieden. Verständlicherweise. Und jetzt, ich habe so darüber nachgedacht. Mit dem Argument. Also Leute hatten das Argument. Und ich kann es jetzt sogar richtig nachvollziehen. Für ein Event sollte man das Event Pokémon dann auch bekommen. Und das negiert, löst, schwächt nicht das Argument. Shinies sollten selten sein. Shinies können weiterhin immer selten sein. Vor allem wilde Shinies. Aber für ein Event sollte das Event-Pokémon, sollte man es bekommen, wenn man 3 Stunden durchzockt. Viele hatten dieses Argument und ich habe mir das so durchgehen lassen. Und ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Macht auf jeden Fall Sinn und mal schauen, wie Niantic das in Zukunft regeln wird. Ob die es verbessern werden oder sagen wir eher verändern, weil meine Verbesserung ist ja nicht unbedingt. Ein paar mochten es ja so, wie es war. Alles wird sich zeigen, ob Niantic den Crest Day zurückbringt. Und wenn ja, ob sie daran irgendwas ändern. Was The Silver Road jetzt aber herausgefunden hat, ein paar Statistiken, die ganzen Infos zusammengesammelt und so, war, dass die Shiny-Rate bei uns viel geringer war und viel, viel geringer. Normalerweise früher, also was heißt früher, 2018 und die Jahre davor, war es halt immer so, dass Asien die erste Region war, wo die Events stattgefunden haben. Und jetzt ist es so, weil da kamen immer so viele Fehler, dass Asien als letztes dran ist, jetzt erst Sonntag und wir, Europa, Mittlerer Osten, Afrika und sowas, die erste Region sind. Wir sind jetzt das Versuchskaninchen und das zeigt sich, weil hier steht's, die Shiny-Rate bei uns war ungefähr 1 zu 40. Das ist natürlich nur ungefähr eine Statistik. Viele haben mehr Quests gemacht und kein Shiny bekommen. Viele haben weniger Quests gemacht und mehr Shinies bekommen. Aber jetzt das Krasse ist, in den Regionen danach, die Wahrscheinlichkeit war 1 zu 20. Das ist halt einfach die doppelte Wahrscheinlichkeit, ein Shiny zu bekommen. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Zuerst war ich ein bisschen angepisst. Denk mir so, Niantic, ihr Ehrenlosen, Punkt, Punkt, Punkt. Steht halt zu eurem Konzept und zieht das halt erstmal durch, sodass alle gleich viel leiden. Und dann beim nächsten Quest, da könnt ihr das ja runterschrauben oder erhöhen, wie man es nimmt. Stattdessen haben sie ihr Rückgrat weggeworfen, haben sich gebeugt, der Menge, den Beschwerden. Und jetzt hat eine Region abgekackt, und zwar wir. Und die anderen, denen wurde es so reingeschoben, weil so viele sich beschwert hatten. Das fand ich zuerst ziemlich uncool. Aber ja, die Gedanken sind eigentlich relativ schnell verflogen. Dann dachte ich mir, okay, besser, dass nur ein Drittel der Spieler leidet, als alle drei Regionen. Ich bin ein Gönner. Im ersten Augenblick nicht. Da dachte ich mir schon, ziemlich unfair. Aber im Nachhinein ändert das auch nichts an unserer Situation, dass wir wenige Shinies bekommen haben. Sollen wenigstens die anderen noch ein paar Shinies abstauben. Wird wahrscheinlich jetzt auch noch öfters passieren, weil wir jetzt immer die erste Region sind, dass da irgendwelche Fehler sind und die dann ausgebessert werden und bei uns aber nicht und wir dann Pech gehabt haben. Aber ihr könnt ja gerne eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Wie findet ihr das, dass wir diese gewisse Quote hatten und dann die anderen Regionen, die später ihren Cursor erst hatten, andere Chancen, andere Quoten, bessere Chancen, bessere Quoten auf dem Shiny Barsch hatten. Aber ein anderes Thema, das letzte Thema, ja, das mir so einfällt, worüber ich in letzter Zeit öfters nachdenke, ist spezielle Attacken. Okay, jetzt läuft momentan das Höhen-Event, das erste Event, glaube ich. Ich glaube schon, das erste Event, wo es eine spezielle Attacke gibt. Kapilz kann man jetzt während der Zeit entwickeln, dann kriegt es eine besondere Attacke, Grass Knot,
Deutscher Name fällt mir gerade nicht ein. Und wir kennen ja die ganzen C-Days mit den speziellen Attacken. Auch die Raid-Days, da kommt das Raid-Pokémon mit einer neuen Attacke nochmal zurück. Und meistens sind die Attacken natürlich immer krasser. Wie bei Despota und den Starter-Pokémon und Gengar zum Beispiel mit der Fast-Attack-Schlecke. Ist an sich ziemlich cool, motiviert die Leute rauszugehen und dies, das zu zocken. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch irgendwie blöd, weil man hat bestimmte Pokémon. Und man kann die halt nicht oder sollte oder macht es nicht. Entwickelt die einfach nicht, ja. Man hebt sich bestimmte Sachen auf, weil man denkt, ja okay, vielleicht kommt da irgendwann mal was anderes, was eigentlich dem Sinn des Spiels widerspricht. Das Spiel ist ja eigentlich für die breite Masse. Und die breite Masse denkt sich eigentlich nicht, ja okay, ich entwickle dieses Pokémon mal nicht, weil in 1,5 Jahren kommt vielleicht mal ein Seedai dazu oder sowas. Die sehen Pokémon, die fangen es, gutes Pokémon, ich entwickle das mal. Bam. So denkt eigentlich die breite Masse. Und das Konzept mit dieser speziellen Attacke, einer besseren Attacke, ist so eigentlich ziemlich gut gemacht, weil selbst wenn man jetzt das Pokémon schon hat, auf 100% Max, jetzt braucht man es nochmal, weil es jetzt besser geworden ist. Aber auf der anderen Seite denkt man sich, Digga, wieso habe ich das damals entwickelt? Man bereut es sozusagen. Und das nimmt ja eigentlich den Spielspaß und den Sinn des Spiels eigentlich wieder ein bisschen weg. Weil zum Beispiel, ich kenne viele Leute, die haben so viele Sachen noch nicht entwickelt. Zum Beispiel Kindwurm haben die noch nicht entwickelt, weil die auf den C-Day warten. Gen 4 zum Beispiel, die ganzen Starter noch nicht mal entwickelt, weil die kriegen sicher einen C-Day. Das Prinzip von Pokémon ist ja einfach, gerade catch them all. Einfach alles fangen, Pokédex füllen und jetzt ist das sozusagen gestoppt, weil man sich denkt, okay, hey, da kommt eh noch ein Event, da kommt eh noch ein C-Day, da kommt eh noch ein Raid-Day. Vor allem Raid-Days zum Beispiel jetzt, die ganzen Raids für Kyogre und Glodon, jeder flippt aus. Auf jeden Fall zu Recht, sind ja zwei krasse Pokémon, aber diese zwei krassen Pokémon haben noch nicht ihre Überklassen-Moves, habe ich gehört. Das heißt, irgendwann könnten die nochmal zurückkommen mit einer besseren Attacke. Das heißt, alle Kyogre und Glodon, die wir jetzt momentan machen und maxen, an sich ist es eigentlich ziemlich unnötig. Viele machen sich jetzt ein 6er-Team, Kyogre und Glodon, okay? Raiden jetzt wie verrückt. Oder haben davor auch schon wie verrückt geraidet, okay? Und sagen wir, in einem Jahr kommt Kyogre und Glodon nochmal, aber mit diesen exklusiven neuen Attacken. Klar, ist gut für Niantic. Weil jeder braucht den nochmal. Selbst Leute, die schon 6 Kyogre und 6 Glodon haben, auf Max, die brauchen den nochmal, weil die neue Attacken und bessere Attacken haben. Also für Niantic eigentlich ziemlich gut, aber vom Sinn her, für uns Spieler und so, ist es eigentlich nicht gut. Weil wenn man vorausschaut, macht es eigentlich gar keinen Sinn, Sachen in der Gegenwart zu machen, weil später kommt eh irgendwas Besseres. Das nimmt irgendwie so den Sinn, also wenn man so drüber nachdenkt, das sind so typische unter der Dusche, wie läuft die Welt ab Gedanken. Aber an sich, zum Beispiel auch Mewtwo. Ihr wisst ja, der Mewtwo-Monat, der ging so ab. Aber, weil jeder, der nachdenkt, der weiß, Mewtwo wird nochmal kommen, in Shiny-Form. Also wieso damals in diesem Mewtwo-Monat so krass abgehen, wenn der eh irgendwann nochmal kommt, als Shiny und da nochmal geradet werden muss. Also dieses Prinzip momentan, zum Beispiel auch die Raid-Days, die waren krass, ja. Aber Zapdos, neue Klasse-Attacke. Und jeder, der Sommer 2017 auf Raytour war und da schon krasses Zapdos gefangen hat und das gemaxt hat. An sich war das komplett nutzlos und sinnlos und wertlos, weil später in der Zukunft kam einfach ein viel krasseres Zapdos. Und auch Shiny, ja, das sowieso. Man raidet, erhofft sich ein gutes Pokémon, sagen wir Cresselia oder so, okay? Okay, das ist ein schlechtes Beispiel, weil nicht viele waren geil auf Cresselia, aber ich meine allgemein, okay? Das Pokémon kommt raus, man raidet, versucht ein gutes zu bekommen, ja, aber wozu? Irgendwann später kommt es nochmal als Shiny. Da muss man es nochmal jagen und fangen und dann auf ein Shiny hoffen. Und dann kann es vielleicht irgendwann nochmal kommen, aber mit einer besseren Attacke. Und da muss man das nochmal machen. An sich kann man die ersten zwei Schritte auslassen und irgendwann später, wenn es gleich mit der Klassenattacke kommt und dann ist es auch schon Shiny draußen, dann kann man nur noch das machen. Rein theoretisch. Macht natürlich wenig Sinn, weil dann hat man in der Gegenwart nichts zu tun. Aber von der Effektivität her, wäre es natürlich am besten, nur die letzte Stufe, also das letzte Mal zu raiden. Wie zum Beispiel, wie gesagt, zurück zu den Beispielen mit den legendären Vögeln. Man hätte die ersten paar Male, wo die kamen, und die kamen ja schon oft, überhaupt nicht raiden müssen. Sondern erst ab dem Raid Day, wo es die in Shiny gab und mit der Klassenattacke. Nur da hätte man eigentlich reinhauen müssen. Die anderen Male davor waren eigentlich komplett sinnlos. So im Nachhinein, wenn man das betrachtet. Das ist so ein Gedanke, den hatte ich schon länger. Habe ich auch schon bei vielen Leuten gesehen und gehört. Könnt ihr ja mal gerne unten in die Kommentare schreiben, was eure Meinung dazu ist, aber wie gesagt, auf der einen Seite ist es natürlich sehr genial von Niantic. So bleiben Leute am Ball, auch wenn sie das Pokémon bereits haben, sind sie trotzdem interessiert. Auf der anderen Seite ist es natürlich demotivierend. Man hat schon das Pokémon entwickelt oder gemaxt und dann kommt es einfach nochmal, aber besser.
Wozu habe ich dann dieses Pokémon entwickelt? Was ja eigentlich gegen den Sinn des Spiels ist. Die Leute horten jetzt ihre Pokémon und entwickeln die gar nicht. Und wenn das halt so weitergeht, weil jetzt haben die das mit den Events eingeführt, wo es auch noch eine spezielle Attacke gibt. Wenn die das auch noch öfters machen, muss man halt echt anfangen, einfach nur zu bunkern. Einfach nur bunkern und warten. Die ganzen Hunderter, die man hat, oder guten Pokémon, muss ja nicht immer 100 sein. Die ganzen guten Pokémon einfach nicht entwickeln. Warten. Oh, Event. Oh, spezielle Attacke. Okay, jetzt ist Zeit zum Entwickeln. Ah ja, das waren nur so ein paar Gedanken für heute. Wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare eure Meinung zu den ganzen verschiedenen Themen. Mal schauen, was ich heute machen werde. Vielleicht gehe ich ein bisschen raus, ein paar Entons jagen. Shiny ist am Start, vor allem dieses Wochenende ist natürlich erhöht. Das heißt an sich eigentlich die beste Chance, die beste Zeit für einen Shiny Enton. Problem ist halt, es ist so kalt, Mann. Aber das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.